Guten Abend und herzlich willkommen bei Sound & More zum zweiten Konzert live aus dem Studio. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass es wieder Live-Musik gibt. Ich bin Klaus Endel und werde mich gleich um den Ton kümmern. Und unten in der Regie sitzt mein Sohn Martin, der für das Sendebild zuständig ist. Corona-Prävention nehmen wir sehr ernst und deshalb halten wir die Mindestabstände ein, haben hier Plexiglas-Trenner zwischen den Musikern aufgestellt. Und das ist am wichtigsten, haben alle heute einen Corona-Schnelltest gemacht. Das nun folgende Konzert wird öffentlich und kostenfrei live über YouTube übertragen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns alle über einen freiwilligen Eintritt. Unten in der Beschreibung gibt es einen Link dafür. So, und jetzt zur Band des heutigen Abends. Ich freue mich sehr, euch das Christoph-Sänger-Trio vorzustellen. Ich begrüße ganz herzlich Christoph Sänger am Piano, bravo, bravo, Rudi Engel am Bass und Tobias Schirmer am Schlagzeug. Herzlich willkommen. Christoph und ich haben schon viele Produktionen zusammen gemacht und einige davon wurden sogar für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert. Christoph, ich übergebe jetzt an dich und ich wünsche uns allen ein sehr schönes Konzert. Viel schön. Bye.
Ja, vielen Dank für den Applaus. Schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass wir heute mal wieder vor Online-Publikum spielen dürfen. Und was ja in letzter Zeit häufiger vorkommt. Aber trotzdem haben wir unseren Spaß und ich hoffe, euch gefällt es auch. Das erste Stück, was wir gespielt haben, ist April in Paris. Das ist eine Komposition von Vernon Duke. Und das nächste Stück, das haben wir kurz beim Soundcheck entschlossen, haben wir uns entschlossen, das zu spielen. Und ich weiß jetzt den Komponisten nicht, das heißt I've Never Been in Love Before. Thank you.
Dankeschön. Das war I've Never Been In Love Before. Komponist ist mir jetzt leider nicht geläufig. Als nächstes spielen wir noch einen Standard, bevor wir einige Eigenkompositionen auch spielen. Also wir haben sowohl Standards als auch eigene Stücke im Programm. Und dieses Stück, was wir jetzt spielen, ist Just One of Those Things. Thank you.
Ja, das war just one of those things. Nachdem wir jetzt 3 Standards gespielt haben, wechseln wir die Stimmung ein bisschen und wir spielen jetzt eines der eigenen Stücke. Ich darf vorher noch mal die Musiker vorstellen. Am Schlagzeug Tobias Schirmer, am Bass Rudi Engel und ja, wie der Klaus schon sagte, wir haben einen Corona-Schnelltest gemacht und sind auf der sicheren Seite, auch mit den Trennwänden und so weiter. Also da gibt es keine Bedenken. Und wie auch Klaus bereits sagte, ich finde es sehr schön, hier in dem Studio jetzt zu spielen. Und ich war hier oft für viele Produktionen. Wir haben im Trio auch mit 3 oder 4 Produktionen hier gemacht. Und dann hatte ich noch ein paar andere Sachen. Und ich komme immer sehr gerne hierher. Das ist ein tolles Studio, toll ausgestattet. Und der Klaus ist und der Martin, die sind super kompetent und nett, wunderbar. Vorhin haben wir noch Quiche Lorraine mit Salat bekommen, also verköstigt wurden wir auch. Und ja, da wollte ich mich auch mal dafür bedanken. Und ich wollte auch noch erwähnen, dass es möglich ist, dass man, oder wer erwünscht, dass man heute etwas spendet, quasi als freiwilliger Eintritt zu dem Konzert. Das wär auch super, wenn das der Fall wäre. Okay, nun spielen wir ein eigenes Stück und dieses eigene Stück heißt Laconia. Thank you.
Dankeschön. Klatscht ja keiner. Oh, na gut. Okay, dann nicht. Ich bin so gewohnt, immer Dankeschön zu sagen, weil ja meistens doch jemand klatscht. Aber der Klaus hat unten geklatscht. Genau, wir bleiben jetzt bei den eigenen Stücken. Und das nächste ist eine Samba. Und das Stück heißt Lagoa Azul. Thank you.
Danke. Vielen Dank. Ich habe noch nichts gesehen, dass jemand was schreibt. Dann halt nett. Das war Lagoa Azul, ein eigenes Stück. Und jetzt kehren wir wieder für die zwei nächsten Stücke zu sehr schönen Standards zurück. Und was wir jetzt spielen, heißt For Heaven's Sake. Thank you.
Ja, ich sehe gerade auf dem Display, dass schon ein beachtlicher Summe jetzt schon an Eintritt zusammengekommen ist. Super. Und das soll natürlich auch noch ermutigen, das weiterzumachen. Dieses Stück, was wir eben spielten, heißt For Heaven's Sake. Und jetzt spielen wir noch einen Standard, einen schönen Walzer, der eigentlich auch eine Ballade ist. Und das heißt Here's That Rainy Day.
Ja, vielen Dank. Das war Here's That Rainy Day. Und als nächstes spielen wir jetzt ein Stück, was so neu ist, dass es noch keinen Namen hat. Das passiert mir öfter, das sind dann schon ältere Stücke, aber dieses Stück ist tatsächlich sehr neu, also in diesen Tagen entstanden. Und das ist immer so, vielleicht ist es bei manchen so, dass sie erst den Namen haben und dann das Stück komponieren. Also bei mir ist es so, dass ich erst das Stück habe und dann nach dem Namen suche und oft auch keinen finde und wieder verwerfe und so weiter. Also der Namensfindungsprozess ist eine größere Sache, schwieriger als das Stück zu komponieren. Also wir spielen jetzt ein Stück, was noch keinen Namen hat. Thank you.
Thank you.
Dankeschön. Das war, eben gab es keine Ansage, ist ja auch mal ganz schön. Und das war Triste von Carlos Antonio Jobim, ein schöner Bossa Nova. Und jetzt kommen wir langsam dem Ende zu, eigentlich unser letztes Stück. Aber wir haben natürlich eine Zugabe vorbereitet. Und unser letztes Stück heißt My Shining Hour von Harold Allen.
Dankeschön. Das war My Shining Hour und unser letztes Stück war das. Aber wir haben natürlich auch eine Zugabe vorbereitet. Und ja, wir dürfen nochmal auch um eine Spende bitten. Please donate. Und dieses letzte Stück ist eine sehr schöne Ballade. Ich darf mich nochmal bedanken für beim Klaus, Martin und bei meinen beiden Mitstreitern. Und die darf ich nochmal vorstellen. Am Schlagzeug Tobias Schirmer. Am Bass Rudi Engel. Und mein Name ist Christoph Sänger. Vielen Dank. Und wir spielen jetzt noch Darn That Dream. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Thank you.
vielen Dank. Gerne. Ich muss mir gerade das Mikro kurz schnappen. Ich muss mich auch bedanken. So, schauen wir mal, dass das Kabel lang genug ist. Bin ich, da bin ich, mit meinem dicken Bauch. Also, ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken. Christoph, Rudi, Tobias, ein super, super schönes Konzert. Dann, damit man dich auch von vorne sieht. Wir hatten 60 Zuschauer im Maximum und es war, wie gesagt, ein super schönes Konzert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Unser nächstes Konzert ist schon am Dienstag hier aus dem Studio. Das wird veranstaltet vom Lions Club. Und zwar wird spielen das Trio Nathalie Schäfer, Christian Spohn und Steffen Stütz. Und dann am 10. April kommt das Andreas Hertel Quintett und stellt seine neue CD Sun on the Way vor. Wir freuen uns sehr, wenn die Zuschauer wieder dabei sind. Und ja, damit verabschiede ich mich dann auch hier aus dem Studio. Und nochmal herzlichen Dank an alle, herzlichen Dank an die Spender und herzlichen Dank an die Zuschauer und bis zum nächsten Mal. Sound & More, Klaus Endel, Martin Endel, Christoph Sänger, Rudi und Tobias Schirmer, Rudi Engel. Alles klar, tschüss.